Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok hier nicht und heute soll es einmal darum gehen, warum und wie Megumin ihre Lehrmeisterin ausgeschaltet hat. Und im letzten Teil haben wir erfahren, dass Wolbach, Megumins Lehrmeisterin, Megumin Explosion beigebracht hat. Und nun stehen sich bald Schüler und Meister im Kampf gegenüber. Doch bevor wir damit anfangen, sage ich wie immer an dieser Stelle Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fangs-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Wolbach vereint als Göttin die Aspekte der Trägheit und Gewalt in sich. Obwohl sie über zwei sehr gegensätzliche und zwei eher negative Aspekte herrschte, war sie dennoch nicht böse. Als Megumin sie befreit hatte, bewies sie eine Engelsgeduld, als sie ihre Explosionsmagie an Megumin weiterreichte und es ihr beibrachte. Sie hatte sich auch um das Wohlergehen von Megumin gesorgt, denn Wolbach war klar, wie viel Mana-Explosion kostet und wie unpraktisch der Zauber eigentlich ist. Und deswegen auch mehrfach versucht, Megumin dazu zu bewegen, doch bitte, bitte einen anderen und nützlicheren Zauber zu lernen. Doch Megumin wollte unbedingt Explosion lernen und hat deswegen nicht nur die Formel auswendig gelernt, sondern auch gleich noch ein paar coole Posen und weitere Zauberformeln dazu erfunden, die zu Wolbachs Erstaunen den Explosionszauber tatsächlich stärker machen. Wie schon einmal gesagt, sind die Crimson-Dämonen extrem intelligent und besitzen ein fast übernatürliches angeborenes Verständnis von Magie, so dass selbst eine dunkle Göttin etwas lernen konnte. Megumin hat während ihrer Zeit mit Wolbach auch gezeigt, dass während Wolbach Bestien, wie beispielsweise den One-Punch-Bär, lieber leben lässt, Megumin absolut kein Problem damit hat, wehrlose Gegner zu töten. Megumin ist, was das angeht, auch gnadenlos, wie man bei den Daxians auch gesehen hat. Und nachdem einige Jahre vergangen waren und Wolbach sich mit der Armee des Teufelskönigs wiedervereint hatte, weil sie dort von etlichen Dämonen angebetet wird, entsandte sie den Dämon Host, um die andere Hälfte von ihr zu entsiegeln. Doch Host hatte ein Problem mit dem Siegel, bis Komeko half, was zur Entfesselung ihrer anderen Hälfte und einer Dämoneninvasion im Dorf der Crimson-Dämonen führte. Ironisch, nicht wahr? Bei der Megumin auch endlich genug Skillpunkte, dank den beiden toten Daxions, für das Freischalten der Explosionsmagie ausgeben konnte und damit endlich ihre erste eigene Explosion zu entfesseln. Eine Explosion, die dann von den anderen Crimson-Dämonen als die Ursache für das Verschwinden und das Entfesseltwerden von Wolbachs andere Hälfte angesehen worden ist. Wolbach hatte sich allerdings nach etlichen Jahren tatsächlich beruhigt und nun die Form einer schwarzen Katze angenommen, die dann von normalen Dämonen und dem höheren Dämon Arnes gejagt worden ist. Und Arnes war zunächst sehr vernünftig und hat Megumin Shumusuke, also die schwarze Katze, abgekauft. Und Megumin hat, nachdem sie das Geld von Arnes bereits genommen hat, den Dämon betrogen und Arnes die Schuld für die nächtlichen Explosionen, die die Nachtruhe seit neuestem in ihrem Dorf wirklich, wirklich doll stören, einfach gegeben. Und da der Armreif, den Arnes von Megumins Vater gekauft hat, absolute Trash-Tier-Männer angezogen hat, wurde sie bald vom Bodensatz der Crimson-Dämonen davongejagt. Und Megumin behielt das Geld. Arnes gab jedoch nicht auf und griff dann in Arcanrezia erneut an, nur um von Zesta, dem Erzpriester von Axis, also von Aquas Sekte, davongejagt zu werden, nachdem Zesta sich dafür tadelte, einen Dämon, ich nenn's mal interessant, gefunden zu haben. Auch hetzte Arnes ein Monster nach dem anderen auf die Karawane nach Axel, um Unions Mana-Reserven restlos aufzubrauchen. Nur um dann von Megumin durch den Zauber, den ihre Meisterin Wolbach Megumin beigebracht hat, zerstört zu werden. Und damit geht's vom Prequel direkt in Band Nummer 9 über, denn die Hauptstadt schwebte erneut in ernster Gefahr. Eine Festung, die normalerweise uneinnehmbar war und die von anderen japanischen Sheet-Item-Trägern bewacht worden ist und zudem über eine beachtliche Garnison von Rittern verfügte, stand dennoch am Rande des absoluten Abgrundes.
und deswegen machten sich Megumin und Co. auf, um der Gefahr mutig entgegenzutreten. Will heißen, Kazuma wurde wie üblich hinterhergeschleift Richtung Gefahr, um die Hauptstadt zu verteidigen. Und nachdem sie auf dem Weg an einigen heißen Quellen Rast gemacht hatten und sich alle drei Frauen vor Kazuma ins Frauenbad gerettet haben, während Kazuma natürlich das gemischte Bad aufgesucht hat, traf Kazuma ausgerechnet auf Wolbach, ohne es zu wissen. Und hier erzählte er etwas durch die Blume, dass sie auf der Suche nach ihrer anderen Hälfte, einer mächtigen Bestie, ist. Während Kazuma aufmerksam wie eh und je von Shomusuke erzählt hat, der schwarzen Katze, die von Megumin als dunkle Gottheit bezeichnet wird. Doch glücklicherweise war nicht nur Kazuma nicht ganz bei der Sache, als er mit Wolbach im Bad saß, denn auch Wolbach raffte nicht, dass Kazuma von ihrer anderen Hälfte sprach. Und so verpassten sich Megumin, Shomusuke und Wolbach erneut. Umso größer war dann die spätere Überraschung. Denn als Kazuma und Co. an der Festung ankamen, war die Moral miserabel. Selbst mit all der geballten Militärmacht und den japanischstämmigen Sheet-Item-Trägern waren sie nicht dazu in der Lage, dem General standzuhalten. Weit weg von der Festung befand sich ein Lager mit enormen Mengen an Dämonen, doch sie griffen nicht an. Sie schonten ihre Kräfte. Anstelle dessen teleportierte sich der General immer und immer wieder täglich vor die Festung und griff mit einer mächtigen Explosion die Mauern an, die nun, trotz aller Sheet-Item-Träger und Wartungsarbeiten, kurz vor dem Kollaps standen. Man würde schon göttliche Hilfe brauchen, um die Verteidigungsanlagen wieder rechtzeitig, innerhalb von 24 Stunden, instand zu setzen. Und was dann passierte, das erfahrt ihr im dritten und letzten Teil der kleinen, aber feinen Reihe. Und nun seid ihr an der Reihe. Was haltet ihr vom Video, von Wolbach, von Megumin und der Tatsache, dass Kazuma fast, ich sag mal Wolbach, das ultimative Geschenk gemacht hat? Ich rede nicht von seiner Jungfräulichkeit. Schreibt es ganz gerne ab in die Kommentare. Und während ihr tippt, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Haue, Nix mag dir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Neymasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Toby CTZ, Krull Teppes, Hendrik Stresso, Yuhari-chan, Al Bosner, Silberhand 234 und Dan. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.